Viel Spaß. Super, danke. So, erstmal hallo zusammen und zuerst eine herzliche Dank an die Neosphere-Kollegin für die Einladung. Ich freue mich natürlich, hier zu sein. Svetoslav Butzki ist mein Name. Ich komme aus der DB System. Wir sind der Deutsche Bahn IT-Anbieter und dort natürlich unter anderem fokussieren wir das Thema Innovation. Und dort beschäftige ich mich in den letzten circa 4 Jahre das ganze Zeit mit dem Thema Blockchain und DLT und die letzten 2 auch an das Thema digitale Identitäten. Und heute, ich freue mich sehr, euch kurz zu zeigen, was sind die Anwendungsbereiche, die wir bei der Bahn betrachten, die gehen in Richtung dezentrale digitale Identitäten. Als auch natürlich, ich versuche mal zu erklären, warum das Thema so relevant für uns ist. Genau. Ganz am Anfang nur ein paar Fakten über die Bahn. Wir sind eine sehr große Organisation. So, wir sind mehr als 300.000 Mitarbeiter. Das sind durch die Hunderte von die DB-Unternehmen aufgeteilt. Wir betreiben natürlich Tausende von Zügen, LKWs, Busse und betreiben eine sehr hochkomplexe Infrastruktur. Und wenn guckt man auf solche sehr große und komplexe Systeme, dann muss man muss man sehen, wie auf was dieses System ist grundsätzlich gebaut. Und das ist grundsätzlich ein Set von die Agenten und natürlich die arbeiten miteinander und natürlich in diesem Sinne kommt das ganze Thema Identität und Nachweise ins Spiel. Identität, wenn schon mehrmals heute erwähnt, glaube ich, geht nicht nur in Richtung natürlicher Personen, sondern auch in Richtung Organisationen und Dinge, so beziehungsweise Maschinen. Es gibt natürlich viele Beispiele, so für Menschen, die sind Personalausweise, verschiedene Zeugnisse, die wir durch unsere Skills-Akquise akquirieren. Von Institutionen auch verschiedene Beispiele, wie zum Beispiel Verträge oder verschiedene Zertifikaten oder Kontodaten oder sowas ähnliches. Und für Maschinen, was ist insbesondere für Bahn relevant, was ist auch ein großes Thema für uns, ist das ganze Thema Digital Twin für den Zug. Das beinhaltet grundsätzlich verschiedene technische Merkmale eines Geräts, einer Maschine, als auch zum Beispiel Informationen über die Wartung. Genau, und über die technische Progress und über die Zeit hat es mehrmals geändert, wie steuert man die Identitäten, aber trotzdem bleiben noch die Probleme, Fragen wie zum Beispiel Datenschutz, Cybersecurity, Interoperabilität und natürlich Komfort. Und deswegen mit solchen Fragen im Kopf, mit solchen Problemen im Kopf haben wir angefangen, zu untersuchen, wie und was können wir mit das Thema Self-Sovereign Identity oder selbstbestimmte Identitäten machen. Was ist grundsätzlich ein DSGVO-konformes, dezentrales Lösungskonzept, welches Nutzer haben eine oder mehrere digitale Identitäten die Kontrolle über die eigene Datei zurückgeben möchten. Was wichtig ist, dass mit solchen Verfahren kann man einerseits alle notwendigen Nachweise, Credentials in seine eigene Wallet speichern, so alles potenziell liegt in einem Ort und dann übernimmt die Identitätseigene die Kontrolle über die Nachweise, so der kann entscheiden, wer bekommt was, wo gehen welche Informationen grundsätzlich. Und andererseits die Verifikation und Ausstellung von solchen Credentials kann man auch sicherer und einfacher machen durch die dezentrale Netzwerk, was ist grundsätzlich eine dezentrale Public Key Infrastruktur. Und was machen wir mit diesem technologischen Ansatz? Möchte ich mit den
erste Anwendungsbereich und erste und dieses Prozess zeigen. Grundsätzlich, die Reise ist nicht nur ein Weg von A nach B, sondern für jede einzige Reise brauchen wir ein Set, manchmal ein großes Set von den verschiedenen Dienstleistungen, die wir nutzen sollten. Die sind zum Beispiel verschiedene Bookings-Plattformen, gewisse mobilitätsbezogene Anwendungen, verschiedene Community-Plattformen und ja, was Ähnliches. Und um alles zu nutzen, sollten wir auch die Prozesse wie zum Beispiel Identifizierung, Anmeldung, Registrierung und Identifizierung nochmal nutzen. Und das kann grundsätzlich ein großes Problem sein, weil um die richtige die richtige Recherche zu machen, den richtigen Vergleich zu machen und alle möglichen Plattformen und Mobilitätsanbieter zu ausprobieren, wir müssen die extrem größere Anzahl von den Konten nutzen, was ist natürlich extrem nicht bequem und zeitaufwendig natürlich. Was steht auch als eine der größten Probleme, ist das ganze Thema Datenschutz. So, was passiert grundsätzlich mit meinen Daten? Vor ein paar Monaten haben wir eine Umfrage durchgeführt, wo haben wir als eine der Kernaussagen bekommen, dass den Datenschutz ist wichtige Ding für eine neue Service zu nutzen, grundsätzlich. Die Befragten haben Sorge einerseits in Richtung, wer bekommt welche Daten von mir, ob ich muss tatsächlich alle Daten, die sind gefragt, an die Serviceanbieter betrachtet, übermitteln oder es ist nur wenige Informationen notwendig. Das ist einerseits. Und andererseits, das ist das ganze Thema Travel-Profil. So, wer kann sehen, welche Locations grundsätzlich besuche ich? Und was haben wir auch als Hypothese gemacht in Zusammenhang mit anderen Informationen, ist, dass solches Datenschutzbedenken könnten unter anderem auch die Digitalisierungsfortschritte verhindern. Genau, und mit dem Blick auf solche Probleme, als auch auf das SSI-Ansatz, könnten wir dieses Prozess ein bisschen anders vorstellen. Also der Nutzer, der Reisende, kann potenziell alle notwendigen Nachweise in seine eigene Wallet speichern und hier kann eine sehr große Anzahl der Beispiele sein. Das ist der Personalausweis theoretisch, Mitarbeiterausweis, Studentenausweis, Ticket selbst zum Beispiel, Buchungen, Kontodaten und jede mögliche Option. So alles, also die Anwendung von alle solche Credentials, die liegen beim eine einzige Wallet kann uns erlauben, grundsätzlich zwischen die verschiedenen Serviceanbieter, zwischen verschiedenen Konten ganz einfach und nahtlos surfen, so tauschen von Konto zu Konto. Einerseits, andererseits, wir können auch sehr gut kontrollieren, wer bekommt welche Datei und ob die Datei sind wirklich notwendig zu übermitteln. Ein Beispiel dafür wenn zusammen mit meiner Fahrkarte muss ich manchmal auch meinen Personalausweis vorzeigen. Ja? An der Stelle muss ich nur sagen, dass okay, das ist meine Karte, ich bin der Kartebesitzer. Trotzdem, wenn zeige ich meinen Personalausweis, kommen die anderen Daten ins Spiel, so wie zum Beispiel meine Adresse oder mein Geburtstag. Das wollte ich wahrscheinlich nicht übermitteln. Und solche Informationen kann man kontrollieren. Ansonsten die verschiedenen Prozesse, wie zum Beispiel Identifizieren und Bezahlen, kann man auch
viel einfacher vorstellen, weil ja, Identifizierung ist auch eine der kritischen Teile der Reise, wie zum Beispiel in der, ja, am Schalter in der Flughafen oder im Hotel. Oder durch die Firmenreise muss man auch zum Beispiel der Mitarbeiterausweis nutzen. Genau, das wäre der erste Anwendungsbereich. Und an dieser Stelle möchte ich zum die zweite Punkt für heute switchen. Und das geht um die Unternehmensidentität und der Verfahren, so wie tauschen wir als Unternehmen unsere Datei aus. Ein Beispiel ist die Käufer-Lieferanten-Beziehung. Ja, also die zwei müssen permanent die sogenannte Stammdaten übermitteln, die sie zum Beispiel Adresse oder ja, E-Mails oder Telefonnummer oder sowas ähnliches. Ansonsten manchmal ist es auch die Zertifikataustausch notwendig, wie zum Beispiel von den verschiedenen Prüfdiensten wie TÜV oder DEKRA oder die Kontendaten. Aber das Problem ist, es gibt keine richtige gemeinsames Datenbank oder Standard oder Schnittstelle. Das kann alle Unternehmen quasi zusammenstellen, verbinden, sodass am Ende des Tages kriegt man die Daten mit richtiges Qualität. Was ist grundsätzlich eine der Hauptprobleme, weil die Qualität der Daten ist zum Beispiel für das Abrechnungsprozess relevant und wenn die falsche Daten verwendet werden, das kann ja zum Problem entsprechend beim Abrechnungsprozess führen und als Fazit kriegen wir ja nicht realisierte Umsatz bei den Unternehmen. Ansonsten, die Daten muss gepflegt werden und das bedeutet, dass für die Unternehmen wie Deutsche Bahn oder ja jede andere Unternehmen grundsätzlich, die haben insbesondere ja mehrere, viele Hunderte von die Tausende wahrscheinlich von die Lieferanten, das kann eine ja große Problem stehen, weil der Pflegeaufwand ist ja einfach zu hoch. Genau, und nochmal mit solchen Problemen im Kopf, mit solchen Fragestellungen im Kopf und ja der Know-how über die SSI-Ansatz, können wir versuchen, eine quasi gemeinsame Schnittstelle für alle Unternehmen zu bauen. Das sollte für die ja nahtlose, interoperable, zuverlässige und sofortige Austausch von qualitativ hochwertigen Daten zwischen den Unternehmen erlauben. Genau. Das Thema als noch eine letzte Anmerkung ist auch für das ganze Bereich Lieferkettengesetz relevant. Der Schutz grundsätzlich die Menschenrechte beim Lieferketten entsprechend. Und seit letztes Jahr ist es auch die Verantwortung, das liegt bei den Unternehmen, dass die sollten nicht nur für die eigene Operationen verantwortlich zu sein, sondern für die anderen Prozesse beim anderen Unternehmen in die entsprechende Lieferkette. Genau, dies sind die zwei Anwendungsbereiche, die ich euch heute vorstellen wollte. Und ja, an dieser Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen wahrscheinlich?